Willkommen, Freunde, zurück bei Harry Potter und der Orden des Phönix. Ich hab's gefunden. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Ich habe das Buch gefunden und pass auf, ich zeige euch mal, wo es ist. Vielleicht wisst ihr es sowieso, vielleicht habt ihr es mir auch im letzten Part runtergeschrieben. Ich habe keine Ahnung. Schaut mal, wo wir sind. In der verbotenen Abteilung. Haha. Und zwar ist dieses blöde Buch in der verbotenen Abteilung quasi ganz hinten links. Das zweite, hier ist es. Jetzt erklärt mir doch mal, wieso ein Buch für Hausaufgaben in der verbotenen Abteilung ist, wenn man die Bücher aus der verbotenen Abteilung nur mit schriftlicher Genehmigung eines Lehrers einsehen darf. Das macht überhaupt keinen Sinn, liebe Spieleentwickler, aber... Das ist das Buch, das wir brauchen. Oh, hier steht, der Mondstein ist auch ein Wunschstein. Hermine? Oh nein, du musst den Aufsatz selbst schreiben. Vielleicht korrigiere ich ihn dann. Daher und folglich und zusammengefasst. Also gut, bringen wir den Aufsatz zu Professor Snape. Meine Güte. Und da muss ich noch das für ihn machen. Quatsch mit Soße. Wissensdurst. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Dass das Buch in der verbotenen Abteilung steht. Hallo? Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wo schickst du mich hin? Also. Potter stinkt. Auch hallo. Volo Futurus Unus. Oh, das hast du gut behalten. Volo Futurus, was? Gut, dann damit hätten wir Snape auch erledigt. Dann fehlt nur noch Flitwick. Und ich weiß gar nicht mehr, für den soll ich auch irgendeinen Aufsatz schreiben. Ich weiß allerdings nicht mehr was. Ihr Snape. Professor Snape, hier ist mein Mondsteinaufsatz. Tatsächlich. Mal sehen, ob Sie zwischen Koboldstein und Mondstein unterscheiden. Also gut, das ist annehmbar. Folgen Sie mir. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie sich bei Ihren Zugs nicht auf Miss Granger verlassen können. So sehr ich auch Ihre Gesellschaft genieße, Potter, Sie sollten das Weite suchen. Du hast doch gerade gesagt, ich soll Ihnen folgen? Ja, was ist denn mit dem jetzt los? Egal. Flitwick. Mal gucken, ob Hermine jetzt da irgendwas zu sagt. Such auf der Karte des Rumtreibers nach den anderen DA-Mitgliedern. Gut, dann gehen wir jetzt nochmal zu Flitwick. Gehen wir wieder zurücklaufen. Da war ja auch noch irgendwas. Mal schauen. Ich weiß nicht. Da kommt wieder eine Durchsage. Dass es keine Petzerei ist, wenn Sie Ihre Freunde bei mir melden. Erstatten Sie bei mir Bericht und verdienen Sie Hausbruch. Das ist so hinterhältig. Volo Futurus Unus. Ich möchte allein sein. Das ist so hinterhältig, was Umbridge da abzieht. Hatte ich das hier noch nicht oder ist das einfach wieder ausgegangen? Incendio! Das hatten wir schon mal, ne? Oh, hatten wir. Oh! Hatten wir noch nicht, okay. Upsi. Zurück, Treppe. Ein toller Tag zum Lernen. Wissensdurst. Du darfst eintreten, Harry. Haben Sie schon Ihren Aufsatz über Gegenzauber fertig, Mr. Potter? Falls nicht, sollten Sie sich ranhalten. Wer wohl das Buch aus der Bibliothek hat? Ach, das war das. Ja gut. Dann könnten wir mal später. Dann werden wir jetzt... Oh, Colin ist in der Eulerei. Ist mir... Ach, was soll's. Lerne fürs Leben.
Wissensdurst. Nehmen wir die Eulerei. Ein gesunder Geist ist ein wacher Geist. Schade, dass es keinen Geheimgang zur Eulerei gibt. Quatsch mit Soße. Bin ich richtig? Nö. Gut. Büße. Geht durch? Jetzt sind meine Füße schon wieder weg. Auch Moment. Die Slytherins sind ja sowas von unreif. Sieh mal einer an. Weasley der King und seine Freunde. Ja, ja. Und doch nicht hier rein. Wo soll ich denn her? Füße, was ist los? Da soll ich ja, dann zeigt mir das doch direkt an. Was ist denn falsch mit euch? Würde diese Treppe freundlicherweise mal rüberfahren? Danke. Jetzt soll ich hier wieder hoch? Ich verstehe die Füße nicht. Koteletts und Bratensoße. Mit schön viel Soße. Naja. Ihr müsst mal geputzt werden. So. Ach, hier ist der Sumpf. Kommst du mit in die Eulerei? Nein, tut mir leid. Doch, wir sind gerade auf dem Weg dahin. Sollen wir bitte noch Geheimgänge? Ja. 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 Ich bin mal gespannt, wer das Buch hat. Mal gucken, ob wir es finden. Sollten wir es nicht finden, werde ich mal das Internet befragen. Hallöchen! Hi! Hey! Hallo! Hi, hallo, hallo, hi! So, was macht Colin denn in der Eulerei? Ach, das wird das so wie ein GEMA-Geschütz hier. Naja. Hey Harry! Hi Colin, was machst du da? Was machst du da? Hallo Colin, bist du okay? Nein, ich krieg die Zauber, die du uns gezeigt hast, einfach nicht richtig hin. Dabei würde ich dem Inquisitionskommando so gerne einen Denkzettel verpassen. Die schwärzen einfach alle bei Umbridge an, selbst wenn man gar nichts gemacht hat. Ja, ich weiß, Colin, aber... Ich will so kämpfen wie du oder Ron oder Hermine. Fred und George meinten, ich könnte das. Sie haben mir diese Riesenriegel-Schokolade fürs Inquisitionskommando gegeben, aber ich komme nicht in die Eulerei, um sie abzuschicken. Ich helfe dir. Was? Wirklich? Ja. Aber warum wollen Fred und George, dass du dem Inquisitionskommando Schokolade schickst? Weil es keine echte Schokolade ist. In Wirklichkeit sind es extrem laute Heuler. Sobald das Inquisitionskommando sie öffnet, wird es von einer Welle Schimpfwörter überschüttet. Fred und George haben wirklich tolle Ideen. Wir müssen irgendwie hineinkommen. Wie wär's mit der Tür? Wer pflanzt nur überall diese Dinger? Und wo sind Ron und Hermine? Ach, ist doch so ein Kotzen. Egal, ich gehe durch die Tür. Hi! Umbridge muss die Tür abgesperrt haben. Kennst du einen Zauber, um sie zu öffnen? Oder kannst du einen Troll herbeizaubern, der sie aus den Angeln hebt? Oder... Nein. Außerdem hat Umbridge die Tür bestimmt mit einem Warnzauber versehen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte schon raufklettern. Dann muss ich wohl rauf. Reich mir die Kisten, wenn ich drin bin. Das wäre cool. Danke, Harry. Wo sind denn Ron und Hermine? Ach, es ist doch zum Verrücktwerden hier. Wo sind die denn? Oh, bis dann, Harry. Wo sind die denn abgeblieben? Ja, wir kommen gleich wieder. Ich muss nur mal... Wo sind die? Alles klar. Hä?
Wo sind Ron und Hermine? Das gibt's doch nicht. Diese Kamera schon wieder. Da ist Ron. Und wo ist Hermine? Was macht ihr denn da? Kommt ihr jetzt mal mit? Meine Güte. So, da ist Ron, da ist Hermine. Also. Ey. Zu zweit geht das halt nicht. So, Colin, jetzt, wir sind mit Verstärkung zurück, damit wir die Pflanze da wegkriegen. Hermine? Oh. So, Colin, jetzt aber. Schade, dass ich nicht drauf kann. Das wäre ja so cool. Hi, Harry. Lass uns zur Eulerei gehen. Dann können wir dem blöden Inquisitionskommando diese Heuler schicken. Brauchst du Hilfe? Ja. Wie sind das hier? Sag ich ja. Das ging nämlich anders leider nicht. So, jetzt aber. Ist dir schon mal aufgefallen, dass sich Eule auf Heuler reimt? Naja, wenigstens fast, wenn man das Ehre weglässt. Wollte gerade sagen. Stell dir ihre Gesichter vor, wenn sie die Heuler kriegen. Eule reimt sich nicht auf Heuler. Glaubst du, dass beim Fallen dein ganzes Leben an dir vorüberzieht? Dein Leben ist ja so aufregend, Harry. Gut so, Harry. Kletter hinein. Sag Bescheid, wenn du wieder am Boden bist. Okay. Bist du da? Okay, Colin. Wow, geschafft. Die beste Kletterpartie, die ich je gesehen habe. Danke. Jetzt reich mir die Kisten, bevor Umbridge uns noch erwischt. Okay. Wingardium Leviosa. Schon? Wow. Unterwegs. Hast du sie? Ja, danke. Laut Fred und George müssen die Kisten in die leeren Eulenlöcher. Im Erdgeschoss sind ein paar Löcher. Ein paar sind auch oben und im Dach. Ja, ist ja gut. Wingardium Leviosa! So. Ich brauch noch eine. Okay, Wingardium Leviosa. Nicht anzünden. Ui. Oh. Die Löcher im Erdgeschoss sind alle voll. Ich wusste, dass du es schaffst, aber oben gibt's auch noch Löcher. Wingardium Leviosa. Huch. Du solltest runter da, also. Oh, sorry, Eule. Ich brauch noch eine Kiste, Colin. Super! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Wow, die Eule habe ich aber richtig abgeschossen. Entschuldigung. So. Okay, gib mir die letzte Kiste. Echt toll, Harry. Wingardium Leviosa. Hab sie. Halt! Was ist denn das jetzt? So. Geschafft! Ich komm jetzt raus! Super, Harry! Das wird dem Inquisitionskommando eine Lehre sein. Warte! Harry, da kommt Filch! Schnell zum Fenster! Ich kann das Fenster nicht erreichen! Es ist zu hoch! Fred und George haben was von Reparieren gesagt. Du musst irgendwas reparieren, um ans Fenster zu kommen.
So. Was machst du eigentlich nach den Zacks? Bleibst du in Hogwarts? Ich mache meine nächstes Jahr, aber ich weiß noch nicht, was für Uzkurse ich belegen soll. Wie steht's mit dir, Harry? Ich will jetzt nicht über die Schule reden. Ich hänge an einer Wand, Colin. Nette Aussicht. Und außerdem ist Colin doch ein Jahr unter Harry. Seit dem ersten Jahr hat sich so viel verändert. In der Tat. Vor allem das Schloss und die Grafik. Ui. Stell dir vor, du fällst da runter. Das wäre ja so cool. Wie ein Vogel fliegen. Natürlich nur, bis du den Boden erreichst. Das ist dann nicht mehr so cool. Was nimmt der eigentlich für Drogen, ey? Dass der... Ist was runtergefallen? Das wäre ja auch lustig. Man klettert hier und dann kommt Myrte hier angeflogen. Das wäre doch mal was, aber... Naja. So. Ui, noch ein paar Punkte. Ach ja. Schnell Kisten, damit man da nicht noch mal reingeht. Wow, das war knapp. Ah, Mist, ich muss oben rum. Pass auf die Eulen auf, Harry. Ich muss ja oben rum, ich vergaß. So. Und runter hier, na also, geht doch. Gut, Harry. Diese Heuler werden diesen Inquisitionsidioten viel Freude bereiten. Du hast gut gearbeitet, Colin. Wirklich? Danke, Harry. So, jetzt raus hier, bevor Filch dich noch erwischt. Ja, klar. Danke, Harry. Wow, ich habe Harry Potter geholfen. Denn es wird von Neid platzen. Ja, ja, ja. Oh, gut gemacht. So. Gehen wir erstmal zu Dean. Mal gucken, was der hat. Ich bin echt mal gespannt, wo dieses blöde Buch ist. Entschuldigung. Ist das der im Ernst mit der Kameraführung teilweise? Und ich sehe gerade, der Part ist eigentlich ist auch schon quasi wieder vorbei. Spiel mit den Schlammblütern. Naja. Füße habe ich auch schon wieder keine mehr. Ach, ist das herrlich. Ah, da ist er. Gut, dann würde ich sagen, das machen wir am nächsten Mal. Für heute soll es das dann gewesen sein. Wir werden das nächste Mal damit Dean reden. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Ich sage erstmal bis dann und ciao.